Seid gegrüßt, liebe Beats-Freunde. Mein Name ist Carsten von TestVenture und ich zeige euch in diesem Video alle Facts zu den neuen Beats Studio Buds Plus. Was ist dran an den neuen In-Ears? Wir finden es heraus. Los geht's! Lieferumfang. Schauen wir uns einmal an, was wir für unsere knapp 200 Euro von Beats by Dre bekommen. Mitgeliefert, wer hätte es gedacht, die Beats Studio Buds Plus In-Ear-Kopfhörer. Dazu kommt das passende Ladecase. Silikon-Ohraufsätze in 4 verschiedenen Größen XS, S, M und L. Ein passendes USB-C auf USB-C Ladekabel. Sowie Kurzanleitung und Garantiekarte sind mit dabei. Nichts Außergewöhnliches, starten wir unsere Verbindung. Auch wenn die Beats Studio Buds Plus für Apple-Produkte gemacht worden sind, funktionieren sie auch mit Android-Geräten. Die Verbindung ist super schnell erledigt, denn sie werden automatisch erkannt und können gekoppelt werden. Dafür braucht es allerdings iOS 16 plus 4 oder höher. Google Fast Pairing wird ebenfalls unterstützt ab Android 6.0 oder höher. Eine App für individuelle Einstellungen gibt es unter Android. Apple-User finden gespiegelte Einstellungsmöglichkeiten direkt im System. Finde ich persönlich ganz gut ohne zusätzliche App. Muss jeder für sich selbst entscheiden. Die gängigen Funktionen sind mit dabei. Design und Tragekomfort. Die Beats Studio Buds Plus gibt es in 3 verschiedenen Farben. Schwarz mit goldenem Logo, cremeweiß mit schwarzem Logo und das transparente Design, wie zu sehen, ebenfalls mit schwarzem Logo. Das Design bietet einen IPX4 zertifizierten Schweiß- und Wasserschutz, welcher im Vergleich zu anderen Kopfhörern eine Kategorie schlechter ist. Mehr Informationen zu IPX-Zertifizierung findest du jetzt eingeblendet oder unten in der Videobeschreibung. Mit einem Gewicht von guten 5 Gramm pro Kopfhörer bewegen sich die Beats Studio Buds Plus in einem angenehmen Rahmen. Ebenso stehen die kleinen Kopfhörer auch nicht so weit heraus wie bei anderen Herstellern. Ich erinnere mich an die Bose Quiet Comfort. Das sind schon richtige Brecher gewesen. Das Design im Allgemeinen gefällt mir gut, auch wenn ich die Stäbchenform grundsätzlich bevorzuge. Der Tragekomfort ist fest und dennoch sanft. Oftmals sind die Ohreinsätze nicht so soft und passen sich nicht optimal an. Ich kann für mich persönlich behaupten, ich konnte die Beats Studio Buds Plus stundenlang ohne Probleme tragen. Akkuleistung. Vorweg ein paar Facts. Das Gewicht vom Ladecase mit 49 Gramm ist gut getroffen und es kann über die USB-C-Schnittstelle geladen werden. Eine Fast-Fuel-Technologie lässt euch in kurzer Zeit einiges an Akku aufladen. Was mich allerdings auch wieder enttäuscht, ist die fehlende Wireless-Charging-Funktion. Ich finde, man merkt schon, dass einige Hersteller sich mehr Mühe geben, gerade im Bereich Entwicklung. Nicht nur was die App angeht, mit beispielsweise individuellen Hörtests, auch im Charging-Bereich gehört in dem Preissegment das Wireless-Charging zum guten Ton. Die Akkulaufzeiten liegen im Mittelmaß. Mit aktiviertem ANC oder Transparentmodus kommst du auf gute 24 Stunden mit Ladecase. Wiedergabezeit ohne belaufen sich die Zeiten auf bis zu 36 Stunden. Mikrofonqualität. Im Vergleich zu dem älteren Modell der Beats Studio Buds wurden 3-mal größere Mikrofone eingebaut. Gut, es kommt bei Mikrofonen nicht auf die Größe an, aber schaden kann es in dem Fall nicht. Ihr hört gerade auf eine Testaufnahme, welche wir draußen an einer Straße aufgenommen haben. Umgebungslärm ist also für die neuen Mikrofone der Beats Studio Buds Plus kein Problem und eine gute Verständlichkeit ist für Gesprächspartner gegeben. ANC Geräuschunterdrückung. Manchmal frage ich mich, was die Hersteller sich dabei denken. Die Funktion muss doch jemand vorher getestet haben. Beim ANC entsteht ein hochfrequentes, fast fiependes Geräusch, welches gerade noch so als Rauschen durchgeht. Da ich es in verschiedenen Reviews ebenfalls gelesen habe, gehe ich in erster Linie nicht davon aus, dass es ein fehlerhaftes Gerät ist. Ich muss sagen, selbst beim Musikhören in ruhigen Umgebungen stört es mich schon. Nur nach längerer Zeit hat sich das Gehör daran gewöhnt und man kann es ausblenden. Die Geräuschunterdrückung im Allgemeinen funktioniert gut und kann mich überzeugen. Die Geräusche werden gut weggedrückt, gerade im tieffrequenten Bereich und performen auf einem ordentlichen Level. Musikqualität.
Wichtig für einen Kopfhörer natürlich auch die Qualität der Wiedergabe. Grundlegend finde ich den Klang der Beats Studio Buds Plus ganz okay, haut mich jetzt aber auch nicht vom Hocker. Genügend Bass ist für mich persönlich vorhanden, ist auch gut verknüpft mit den nahegelegenen Frequenzen. Matschige oder schwammige Momente hatte ich nicht beim Musikhören. Hier kommt es schon auf den persönlichen Geschmack an. Ein Equalizer konnte ich in den Einstellungen nicht finden. Ich habe in der letzten Zeit schon besser klingende Kopfhörer getestet, die deutlich weniger kosten. Angaben zur Treibergröße sind vom Hersteller nicht ersichtlich gewesen. Fazit: Wir haben in letzter Zeit einige Kopfhörer getestet aus verschiedenen Preissegmenten. Ich bin der Meinung, dass es bei den Beats Studio Buds Plus an einigen Stellen doch hapert. Natürlich sind Klang und auch das ANC ordentliche Argumente, sich die Kopfhörer anzuschaffen, aber auf präzise Performance wurde hier kein Wert gelegt. Keine App, nur IPX4 zertifiziert, kein Wireless Charging und auch ansonsten gibt es keine extra Features. Die Akkulaufzeit hätte höher sein können und auch der Bluetooth-Standard ist veraltet. Schwierig, die Kopfhörer vernünftig einzuordnen. Im Vergleich würde ich die AirPods Pro vorziehen, ebenso die Konkurrenz von Sony und Sennheiser. Mir persönlich fehlt das Kaufkriterium, warum es genau diese In-Ear-Kopfhörer sein sollen. Sowohl preislich höher als auch knapp drunter finden sich schon bessere Modelle. Wir vergeben für durchschnittliche Performance und ein etwas teures Preis-Leistungs-Verhältnis gerade noch gute 3,9 von 5 möglichen Sternen. Fällt der Preis auf um die 120 bis 140 Euro, wäre unsere Bewertung anders ausgefallen. Dir hat das Video gefallen und du möchtest mehr solcher Reviews sehen? Dann abonniere unseren TestVenture-Kanal kostenlos und aktiviere die Glocke, um keins unserer neuen Videos mehr zu verpassen. Liken und kommentieren unter dem Video wird ebenfalls gerne gesehen. Danke für deine Unterstützung und bis zum nächsten Mal. Deine TestVenture-Crew.